Hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Leute, zu Third Age Total War. Freut mich, dass ihr wieder dabei seid. Und heute geht's weiter. Ja, im letzten Part hat der gute Super Paco unserem Lutz hier schon den Tod gewünscht in einem Gefecht. Das ist dann nicht so gekommen, Gott sei Dank. Heute ist er wieder am Start gegen die nächste Armee von den Lorien-Elben. Wir gucken, dass wir danach aber Richtung Etrachan vormarschieren. Ansonsten hoffe ich natürlich, dass es euch allen super gut geht. Mir geht es erstaunlich gut, obwohl ich gestern Abend noch den Deutschen Computerspielpreis angeschaut habe. Ein bisschen verzögert, deswegen ging das Ganze schon mal bis 0 Uhr. Und dann habe ich noch verzögert irgendeinen Afterlife-Stream angeschaut. Das ging dann irgendwie bis fast 2 Uhr und heute Morgen musste ich um 8 raus und hatte auch gerade schon eine Vorlesung und habe gedacht, komm, jetzt bin ich noch einigermaßen fit, über den Tag verteilt nicht mehr, deswegen nehme ich doch jetzt noch eine Runde auf. Ja, und das tue ich hier eben. Wir schauen mal rein. Ich glaube, das ist immer eine Frage, gell? Wie baut man die Armee immer so ein bisschen auf, dass man seine guten Truppen nicht gleich total wastet? Ja, das ist manchmal gar nicht so einfach, wie ich finde. Hier muss man immer so ein bisschen reinschauen, weil manche Einheiten haben ja den Rückzugsbefehl, nämlich diese Bogenschützen hier, alle anderen nicht. Auch immer ein bisschen komisch. Ah, die soll ich vielleicht noch hier zur Gruppe 2 dazu packen. Und aus den Reitern machen wir die Gruppe 4. Top, top. So, und dann starten wir hier mal schön rein. Ich überlege gerade, vielleicht wäre es sogar sinnvoll, hier die Kollegen zur Gruppe 1 dazu zu nehmen. Ist die Frage, wo stehen die eigentlich? Jetzt wahrscheinlich mitten, natürlich an der Flanke. Naja, da weiß ich wieder nicht, ob das so toll ist, um ehrlich zu sein. Naja, warten wir es mal ab. Ich würde mal gerne noch meine Leute, meine Bogenschützen hier vorne nehmen und meine Armbrustschützen. So, und dann starten wir ins Gefecht. Es wird nicht so einfach, habe ich das Gefühl. Es wird nicht so einfach. Das Gute ist, der Gegner hat einen Hauptmann. Das muss man immer so ein bisschen mitbedenken. Dadurch ist die Moral jetzt nicht so übertrieben gut. Allerdings sind es halt eben auch Elben, gell? Die halten schon ganz schön was aus. Die haben schon eine ganz gute Moral. Deswegen bin ich tatsächlich mal sehr gespannt, wie das Ganze hier so läuft. Und wie schnell da auch vielleicht ein paar Einheiten flüchten. Die Einheit hier finde ich zum Beispiel richtig gefährlich. Ich weiß nicht, wie sie heißt, aber die, ihr seht sie schon, mit so goldenen Schwertern und Rüstungen, da muss die Einheit stark sein. Ich würde mir manchmal interessieren, wie eigentlich der Goldpreis in Mittelerde so liegt, wenn man so geile goldene Rüstungen machen kann. Und natürlich auch diese Einheit hier vorne, die finde ich gar nicht witzig. Die macht auch ordentlich Schaden. Ansonsten hat der Gegner relativ wenig Bogenschützen. Kann das sein? Die Einheit hier nur? Ich glaube es ja fast nicht, oder? Also sieht mir ein bisschen wenig aus. Aber gut, ich meine, beschweren werde ich mich nicht, weil dann können wir einfach viel mehr im Fernkampf machen. Doch, da kann ich mich schon beschweren. Hat nämlich 3 Einheiten der gute Gegner hier. Das heißt, wir gehen mal in die lockere Formation und dann würde ich sagen, rücken wir noch ein bisschen weiter vor. Und rücken auch hier weiter vor natürlich. Und mit diesen hier auch. Und mit der Kaff natürlich auch. So. Oh, da kommen sie schon. Jetzt bin ich ja mal gespannt, ob sie wirklich richtig angreifen oder was jetzt hier passiert. Ne, sie rücken nur ein bisschen vor. Allerdings kann unser Gegner schon auf uns feuern. Wir aber noch nicht so wunderbar auf ihn. Oh! Ekelhaft, was macht der uns hier für Verluste? Das ist ja ganz schlimm. Ich würde sagen, wir rücken hier einfach mal vor. Jetzt hoffe ich mal, dass unsere Truppen, unsere Bogenschützen nicht zu weit weg von allem sind. Die Kavallerie schicke ich mal hier auf die linke Flanke. So, und jetzt, genau, diese Yavanna's Chosen heißen die. Die finde ich überhaupt nicht witzig. Und deswegen ist es ganz cool, dass wir gerade hier so den ein oder anderen Treffer im Rücken von dieser Einheit landen. Das freut mich sehr. So, macht mal, schießt mal weiter, Leute. Ich will da Tote haben. Ja, und Elbereth Guards,
die sehen natürlich auch echt böse aus. So, ich würde sagen, wir beeilen uns hier mal so ein bisschen, damit wir in Position kommen, wenn jetzt vielleicht der Gegner uns doch chargen sollte. Aber es passiert nicht. Lorian Lancers, Lanzenreiter, haben sie auch, ja. Sie stehen leider so nah an dem Map-Rand hier, dass wenn sie dann flüchten, wir wahrscheinlich nicht ganz so viele töten können. Das ist ein bisschen doof. Es würde mich ja doch mal interessieren, was die KI jetzt hier noch so vorhat. Ob sie uns jetzt hier gerade einfach mal schießen lässt. Nee, jetzt feuert sie plötzlich zurück. Nicht cool. Nicht nett, KI, nicht nett. Wo sind da nicht meine... Ach, meine Spätträger stehen jetzt hier schon, okay. Ich würde sagen, wir rücken selber auch mal weiter vor mit meinen... Mit meiner zweiten Reihe, mit unseren offensiveren, teureren Kräften. Wobei, offensiv stimmt nicht mal. Diese Orphan Guard ist ja durchaus... Jetzt nicht so ultra offensiv. So, hier versuchen wir jetzt mal die feindlichen Scouts zu erlegen. Und dann werden wir hier mal Charges befehlen. Und dann bin ich mal wirklich gespannt, wie diese Schlacht hier so laufen wird. So, mit denen laufe ich mal hier außen vorbei. Mit denen auch. Und dann müssen wir auch mal hier gucken, ganz, ganz zügig hier vorbeizuziehen. Vielleicht mit euch Jungs hier auch. Mit euch greifen wir einfach hier mal mitten rein an. Und dann greifen wir auch hier dort an. Mit euch rücken wir hier weiter vor. So, die Lorian Lancers hier sterben schon. Allerdings haben wir auch ganz schön viele Verluste. Ja, jetzt habe ich leider... Boah, wer verreckt denn hier so krass? Ach, gegen diese guten Soldaten hier natürlich, klar. Dann nehmen wir gleich mal die Fähigkeit von Lurz mal rein. Die brauchen wir jetzt wirklich. So, und dann greifen wir hier die Lorian Sentinels an. Und hier versuche ich so ein bisschen durchzurücken. In der Hoffnung, dass jetzt nicht sich hier Super Paukos größter Wunsch erfüllt. Und mein Lurzi hier stirbt, wie ich ihn liebevoll nenne. So, greifen wir hier mal Yavanna's Chosen an. Mit denen greifen wir hier den Rücken an. Um hier ein bisschen für Entlastung zu sorgen. Ich hoffe, die kriegen das hier ordentlich hin. Um ehrlich zu sein, bin ich mir da nämlich noch nicht so ganz sicher. So, mit euch. Huiuiuiui. Ordentlich Verluste, liebe Leute. Ordentlich Verluste. Wie viele Leute haben wir verloren? 27, 27. Das hatte ich auch schon lange nicht mehr, dass ich und mein Gegner tatsächlich gleich viele Leute verloren haben. Wir brauchen jetzt mal unsere Kavallerie hier drüben. Enemy General Fallen. Captain Turin ist tot. Das ist schon mal gut. Dann greifen wir hier die Reiter an. Boah, was ein Gemetzel. Was ein Gemetzel. Was macht denn ihr eigentlich? Ihr sollt hier weiter angreifen, bitte. Ihr seid hier unterwegs. Das ist gut. Da werden schießen unsere Bogenschützen rein. Das ist auch super. Ja, verfolgt die hier mal noch ein bisschen. Die haben sich da irgendwie losgerissen und können jetzt uns da ziemlich auf die Nerven gehen. Oh oh. Gut, dann schicke ich jetzt doch mal meine Kavallerie hier außen lang. Dann egal, jetzt werden die da ein bisschen unsere Beast Slayers angreifen. Allerdings war der Charge jetzt gar nicht so erfolgreich und die haben ja Speere, also die kriegen das auch ohne Unterstützung der Kavallerie hin. Sind ja schon selber groß. Pff. Yavanna's Chosen haben wir hier noch 50 Mann übrig. Da sollten wir definitiv auch gehen und vorgehen mit einem Cavalry Charge gleich. Allerdings würde ich auch gerne, ja, die Lorian Lancer hier, die flüchten jetzt. Das ist gut. Weiter so. Vielleicht greife ich jetzt die Lorian Sentinels mal so an. Boah. Also hier haben wir uns jetzt doch durchgekämpft hier. Allerdings ist jetzt diese Elbereth-Einheiten hier, die halten schon ganz schön was aus. Das ist ein bisschen ein aktuelles Problem. Wir haben eigentlich zu wenig Geld und zu viele Fronten. Das ist ein bisschen stressig, muss ich sagen. Wen haben wir denn jetzt hier vielleicht frei? Welche Einheiten kämpfen hier?
Ja, wir könnten vielleicht mal mit Lurz Einheit hier einen Angriff starten in den Rücken. Dann haben wir nämlich die auch mal los. Setzt nochmal seine Spezialfähigkeit an. Ein. Dann greifen wir hier an. Mit euch greifen wir die Lorien Archers an. Die haben offensichtlich Bock, gegen uns zu kämpfen. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Dann greifen wir da an. Und mit den Wagen reite ich hier einmal rein. Oh Mann, die haben echt schlechte Karten hier hinten. Wo kämpfen eigentlich die Berserker? Was machen die denn eigentlich? Warum greifen die nirgends an? Wo haben wir jetzt hier so... Warum haben die jetzt so viele Verluste, um Gottes Willen? Aber der Charge sollte echt was bringen. Ihr seht, wie wichtig, wie unglaublich wichtig Kavallerie ist. Da hatten wir es gerade wieder gesehen. So, die sind hier hinten soweit allerdings fertig. Das heißt, wir können mal hier versuchen, die anzugreifen. Von vorne und von hinten. Mit denen verfolge ich hier einfach mal ein bisschen, dass die nicht zurückkommen und dass sie nach der Schlacht vielleicht auch erledigt sind, die Gegner. Ja, die flüchten jetzt auch da hinten. Die verfolgen nur noch hier. Oh, haben sie jetzt sogar mal gecatcht zur Abwechslung. Jetzt bin ich ja mal gespannt, wer das gewinnt. Bin da ja noch nicht so überzeugt von. Mach die doch mal platt. Das kann doch nicht so schwer sein. Jetzt endlich habt ihr sie mal. Jetzt greifen wir hier noch die Lorien Archers an, dass die auch nicht mehr zurückkommen. Dann greifen wir hier an. Wo können meine Bogenschützen jetzt noch sinnvollerweise drauf schießen? Schwierig, ehrlich gesagt. Ich glaube, wir stellen... Ah ja, da schießen sie die Lorien Scouts ab. Das ist ganz cool. Dann versuche ich jetzt mal mit der Einheit, stelle ich mich jetzt mal hier hin. Und dann sollte ich übrigens hier mal dieses Autofeuern ausmachen. Achso, die Hunter da haben schon fertig. Die Beast Slayer, meine ich. Die haben schon fertig geschossen. Gut, dann könnt ihr auch einfach mal eine Runde chillen. Und meine Reiter da hinten verkacken. Ja, die waren auch deutlich mehr. Vielleicht nehme ich jetzt gerade mal hier... Boah, unsere Leute, unsere Fernkämpfer haben auch echt ordentlich Verluste bekommen. Nehme ich jetzt die mal und greife dort hinten an. Und mit denen rücke ich hier vor und versuche dann da mal reinzuschießen. Beziehungsweise wir greifen definitiv auch hier in den Rücken an. So, die haben wir jetzt alle verfolgt hier. Hier geht nichts mehr. Ich würde sagen, den einen Reiter hier erwischen wir eh nicht. Dann greife ich mal hier hinten noch den Rücken von dieser Einheit an. Das hat was gebracht. Da hätte ich vielleicht auch früher drauf kommen können. So, und dann gucke ich mal, dass wir... Ja, wir setzen die Schlacht noch fort. Habt ihr die hier jetzt erledigt endlich? Ja, und dann greift bitte da noch an. Die 17 müssen wir jetzt auch mal noch töten. Und dann schauen wir schon mal. 51% haben wir verloren, der Gegner 99%. Es war auch eine sehr starke Armee. Das muss man dazu sagen. Es war eine wirklich starke Armee, die unser Feind hier uns entgegengeschickt hat. Ja... Gucken wir mal, erwischen wir die 17 hier noch. Kriegen wir sie noch? Ja. Oder ist die Wegfindung mal wieder ein bisschen bescheuert? Aber wir kriegen nicht alle, oder? Einer überlebt, oder? Ja, einer überlebt tatsächlich. Naja. Gut, 1022 Mann haben wir verloren, 1554 hat der Gegner verloren. Einige Verluste werden auch wieder geheilt, allerdings, wenn man das mal überschlagen, so vielleicht so 200 Mann oder so. Ich weiß nur nicht, ob die hier schon drin sind oder nicht. Gegner 100 überlebend, theoretisch, jetzt schauen wir mal. Ob die Armee sich zurückziehen kann und auch noch geheilte Verluste bekommt oder ob das da Feierabend ist mit denen. Weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Gucken wir mal. Dum, dum, dum. So, 4310 würde das geben, aber das können wir uns nicht leisten. Übrigens glaube ich auch nicht, dass die das Geld haben, ehrlich gesagt. Wir können gleich mal bei der Finanzübersicht gucken. Ja, damit ist unsere Armee aber schon deutlich kleiner hier. Bisschen Geld haben wir trotzdem bekommen. Wir gucken mal kurz bei der Finanzübersicht.
Realm of Lothlorien, Military Ranking Production, Territorial Financial. Wow, die hätten sich's, glaube ich, echt leisten können. 140.000 ist das hier. Ach du Kacke. Okay. Die haben ja wirklich Geld wie Heu. Wahrscheinlich können sie auch einfach nicht so viele Einheiten rekrutieren, gehe ich von aus. Ich nehme mal ganz kurz die Truppen hier, schicke die hier rein. Und wenn wir jetzt tatsächlich alles mitnehmen können und die Stadt gar keine Leute braucht, dann finde ich das gar nicht so schlimm. Dann machen wir das doch so. Bleiben hier mal kurz auf der Brücke stehen, das ist sehr gut. Hier hinten, ja, so ein bisschen die Frage mit dieser Armee hier, wie wir da jetzt weitermachen. Hier haben wir ja gesagt, wir wollen die Truppen definitiv hier rüberziehen und hier mal versuchen, vernünftig anzugreifen. So. Ja, puh. Also am wichtigsten wäre es eigentlich, wenn wir jetzt demnächst mal hier drüben einen Erfolg hätten. Aber da steht halt eben Saruman oder beziehungsweise Kalanhard ein bisschen, Kalanhard dem entgegen, dass wir es da wirklich vernünftig schaffen. Ich würde sagen, wir versuchen die jetzt hier mal anzugreifen. Wir nehmen alles, was wir haben und greifen hier an. Gegner hat auf jeden Fall wieder einen ordentlichen General. Was hat er für eine Leibwache? Solche Bodyguards hier. Zu Fuß. Zweimal. Nicht schlecht. Ansonsten goldene Erfahrung. Die 5. Legion aus Losnarch. Interessant, weil Losnarch ja eher weiter im Osten bei Osgiliath liegt. So. Gut, dann passt es. Dann haben wir das. Dann schauen wir uns das hier an. Nehmen die Truppe noch dazu. Ah ja, die Speerträger können wir eigentlich hier in die Nummer 1 dazu packen. Den General eigentlich auch. So, die Kaff nehmen wir hier nach hinten. Die Bogenschützen nehmen wir mal in die vordere Reihe. Dann starten wir auch schon rein. Warten da jetzt nicht zu lange. Sellswords hat er auch dabei. Söldner wieder. Diese Zweihänder. Immerhin haben wir relativ viel Kavallerie dabei. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Allerdings sollten wir natürlich nicht zu viele Leute gegen diese Armee hier verlieren. Das wäre nicht so schön. Bin ehrlich gesagt, glaube ich, auch ganz froh, dass der Gegner Speerträger-Infanterie als Generäle hat und nicht irgendwie Kavallerie. Ich glaube, Kavallerie ist ein bisschen unangenehm. Ah, die können schon feuern hier. Ne, sie konnten kurz feuern. Dann schicken wir sie nochmal ein kleines bisschen weiter vor. Ich glaube zum Beispiel, unsere Piken könnten hier einiges ganz gut machen, um ehrlich zu sein. Schicken sie nochmal ein Stückchen weiter vor. Immer noch nicht. Jetzt aber komm, Freunde. Jetzt geht's endlich gut. Ich nehme mal die beiden Reitereinheiten hier auf die Flanke. Da ist nämlich noch eine kleine feindliche Kavallerieeinheit. Vielleicht kriegen wir die mit denen dann tot. Es sind 18 Reiter gegen, weiß ich nicht, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oder so. 2, 4, 5, 6, 7. Ha! Gut geschätzt. Gut, dann schießen wir hier mal drauf, was geht. Vor allem, ja, ist die Frage, auf was eigentlich. Egal, Hauptsache töten. Weil selbst die Miliz wird relativ stark sein. Um ehrlich zu sein. Und dann werden wir jetzt hier hinten mal schön die feindliche Kavallerie angreifen hier. Gut, die Sache ist die haben jetzt nicht... Ich weiß nicht, wie gut denn ihre Rüstungswerte sind hier, um ehrlich zu sein. Ich meine, die haben halt kein Schild, was die schon ein bisschen anfällig macht. Oh, jetzt sollten wir uns hier mal zurückziehen, definitiv. So, jetzt schicke ich mal meine Piken hier nach vorne, so ein bisschen, so vielleicht, gegen diesen General's Bodyguard. Und dann machen wir hier mal einen ordentlichen Charge rein. Hoffen, dass unser General dabei nicht stirbt. So, und dann ziehen wir hier lang. Was haben wir hier eigentlich? Das sind General's Bodyguard auch. Ja, da möchte ich nicht unbedingt mit meiner Kaff gegen kämpfen, um ehrlich zu sein. Wie sieht's denn hier aus? Habt ihr das jetzt endlich mal geschafft? Ja, dann ziehen wir die Reiter hier einfach mal zurück.
Und mit denen ziehen wir hier außen rum und versuchen dann hier gleich einen Charge zu landen in den Rücken hier. Gut. Ihr sollt euch doch zurückziehen, Freunde. Ich brauche euch noch. Ich brauche so viel Kavallerie wie möglich in den kommenden Gefechten. Ganz einfach. Dann zieht ihr mal hier hin. Noch weiter und ihr, wie gesagt, hier hin. Was haben wir hier eigentlich? Ach, das sind vor allem die Bogenschützen, oder? Gut, die können wir dann gleich auch angreifen. Aber jetzt greifen wir erstmal hier an. Beziehungsweise das könnte eigentlich unsere Kavallerie hier hinten machen. So, der Charge sollte doch was bringen, hoffe ich. Ja, gegen die Leibwache nicht so sehr, gegen die Salesforce schon eher. Und dann sollten wir hier uns umdrehen und die chargen. Und dann reite ich mal ganz kurz hier raus, bevor es zu viele Verluste gibt. Und dann charge ich doch auch mal einfach hier rein. Das sollte das Problem hier mit den Bogenschützen recht zügig beheben. Ihr sollt eigentlich einen Charge-Bonus hier reinkriegen. Kriegt auch so einen kleinen zumindest noch. Ah. Oh, die habe ich ja ganz übersehen hier. Shit. Ah, die habe ich gar nicht mehr gedacht. So, und dann möchte ich mal mich hier aufstellen, bitte. Die haben es echt nicht geschafft, diese ganzen blöden Bogenschützen hier platt zu machen. Ehrlich jetzt? Dann greifen wir hier mal an und mit euch chargen wir hier nochmal rein. So, wie sieht's aus, Freunde? Huiuiui, das war erfolgreich. Sind die Bogenschützen auch mal tot? Nein, immer noch nicht. Schade auch. Ach man, Leute, ihr sollt euch doch zurückziehen. Warum macht ihr das denn eigentlich nie? Solltet ganz cool hier reinschießen in den Rücken. Das würde denen auf jeden Fall nicht so gut tun, muss ich sagen. Das wäre perfekt. So, die da oben sind auf jeden Fall so gut wie Geschichte, diese Miliz. Dann versuche ich jetzt mal mit unserer größeren Wag-Einheit hier nochmal einen Charge zu setzen. Gut, auch das funktioniert ordentlich. Perfekt, perfekt, perfekt. Ja, super toll. Haben wir das auch geschafft. Und dann greife ich hier nochmal an. Hier sollten doch eigentlich unsere Bogenschützen was schaffen. Ach Leute, warum? Es soll doch hier einfach schießen jetzt. Komm. Ja, perfekt, das hilft. Gute Medizin gegen Generalsleibwachen des Gegners, offensichtlich. Hier leben noch ein paar wenige. Oder wie viele sind es noch? 8. Gut, das ist in Ordnung. Da ist noch ein Archer, der jetzt noch gerne sterben möchte. Schauen wir dem dabei zu. Ich habe so ein bisschen Angst um unseren General hier tatsächlich. Ich hoffe, der überlebt es hier irgendwie. Also das sollte doch hier eigentlich mit den Bogenschützen in den Rücken, sollte doch echt was bringen, oder nicht? Na gut, leider hat die Einheit jetzt fast keine Munition mehr. Der Winkel ist jetzt auch nicht unbedingt so toll, aber es lohnt sich. Ja gut, die sind jetzt eh fertig mit Schießen. Dann würde ich sagen, nehmen wir mal die Kavallerie hier außen rum und chargen da jetzt gleich rein. Ich finde allerdings, machen das meine Piken gar nicht so schlecht. Hört mal auf zu schießen, bitte. So. Enemy General fallen. Das war vermutlich der hier drüben, der gerade beim Charge umgekommen ist. Ah ja, da ist der nächste. Otar. Weiß ich nicht, wo der als erstes gestorben ist. War jetzt relativ zügig hintereinander. 142 Leute verloren. Na, geht besser. Oder, wobei, weiß ich nicht, geht es tatsächlich besser? Gut, wir haben relativ viele unnötige Verluste bei meinen Bogenschützen gehabt, aber ansonsten in der Infanterie ging es eigentlich. Und in der Kavallerie ging es eigentlich auch. Also wir haben vor allem mit der Kavallerie wieder echt ordentlich was weggemacht. Ohne die Reiterei wäre es deutlich verlustreicher geworden. Und natürlich mit irgendwelchen Flankierungsangriffen, Rückenangriffen und so weiter. Ihr kennt es. Ja, wie auch immer. So, dann sind wir schon mal relativ weit in diesem Part fortgeschritten. Wir werden hier noch exekutieren. Otar wird auch exekutiert. Die Armee ist damit erledigt. Hallo, geh mal bitte hier rein. Danke. So, dann würde ich sagen, passt es. Haben ein bisschen Geld verdient. Hier durch Armeen besiegen. Allerdings nicht so viel, also ja, geht deutlich besser. Wir schicken mal noch hier den General rein. Und dann würde ich gerne mal diese beiden Einheiten noch hier hochschicken. Wir brauchen hier definitiv Verstärkung. Mit euch gehen wir auch mal hier nach Rochburg, würde ich einfach sagen, als kleiner
Befehl, hier haben wir nichts Vernünftiges drin, hier auch nicht. Tirith Anduin, die 80 Speerträger wären natürlich eine Idee. Wir rekrutieren hier auch mal wieder, was so geht. Hier nehme ich die auch in die Rekrutierung rein. Gut. Vielleicht starten auch mal wieder so eine Pikeneinheit oder so. Nicht mal schauen. Ansonsten, ach wisst ihr, ich überlege die ganze Zeit, ob es mal sinnvoll wäre, mal so ein bisschen durchzuschauen, welche Gebäude wir vielleicht brauchen und welche nicht so wahnsinnig. Ja, weiß ich nicht. Mal gucken. Immer die Sache, werden die überhaupt gebaut oder nicht oder wie auch immer. So, jetzt gucken wir mal hier. Ballorn sieht relativ schlecht verteidigt aus. Müssen wir dann noch ein bisschen mehr hier unten schauen, weil dann wäre es prinzipiell eigentlich ein gutes Ziel für unsere Armee hier oben. Allerdings ist so ein bisschen die Frage, wie viel können wir hier eigentlich rausziehen. Also lasse ich mal die Einheit meinetwegen da. Ja, das würde gehen. Dann haben wir noch die paar Truppen hier. Das ist natürlich jetzt echt nix, ist das. Ja. Ich ziehe mich jetzt erstmal hier bis zu dieser Brücke, nicht dass da irgendwo ein Gegner steht. Dann muss ich mir das überlegen, ob wir uns das hier trauen, beziehungsweise wir schauen einfach mit dem Spion hier unten mal noch ein bisschen weiter. Aber ich danke euch erstmal fürs Zusehen mit dieser Armee. Wie gesagt, ist eigentlich dann der Plan, hier anzugreifen. Vielleicht müssen wir aber dann auch nochmal 4-5 Einheiten hier rüber schicken, um hier unten diese Stadt und diese Stadt noch erobern zu können. Und dann haben wir hier nämlich endlich mal einen kleineren Frontverlauf, sage ich mal. Also gut, hier war er natürlich extrem klein eigentlich. Aber so aktuell haben wir relativ aufgemacht auf der Seite hier. Sonst muss man halt eben ein bisschen gucken, wie es hier drüben weiterläuft. Aktuell gibt es aber halt im Osten nichts Neues. Das heißt, theoretisch sind Einheiten, die wir hier so rekrutieren, machbar hier rüber zu schicken. Weil wir hier einfach auch noch ein bisschen was in der Nachhut haben. Also zum Austausch theoretisch. Schauen wir mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder morgen 20 Uhr. Ihr kennt die Zeit. Bis dahin. Macht's gut. Ciao, Leute.